ich möchte kurz das Wikichemie Digital vorstellen. Das Wikichemie Digital ist ein Wiki, was für Lehrer gedacht ist, die ihren Schülern Material zur Verfügung stellen wollen. Und zwar eben Online-Material. Ein paar Beispiele möchte ich gleich nennen. Vorab noch die Information, das Wikichemie Digital ist ein Teil der ZUM-Familie. Das heißt, es wird über die ZUM oder im Auftrag der ZUM professionell gehostet und auch regelmäßig gespeichert, was für eine Sicherung ja auf jeden Fall ganz wichtig ist. Wie man das Wiki für sich nutzt, ist ziemlich egal. Man kann oder man sollte auf jeden Fall eine Startseite für seine Schüler anlegen. Die können natürlich erstmal, diese Startseite kann natürlich erstmal ein bisschen kleiner sein mit wenigen Links. Oder man hat ein bisschen mehr Zeit schon auf dem Wiki verbracht und hat dementsprechend dann Links zu eben für jeder Klasse einer eigenen Seite, wo dann das Material abgelegt wird. Auf einer Seite habe ich zum Beispiel für die Schüler die Möglichkeit, mich zu orientieren, indem ich über das Inhaltsverzeichnis relativ schnell zu einem bestimmten Abschnitt springen kann. Für mich als Lehrer gibt das eben die Möglichkeit zu sagen, liebe Leute, geht auf unsere Seite, ihr wisst, wo die ist, und springt dann zum Beispiel zum Abschnitt 6.3. Und da findet ihr dann in diesem Fall jetzt eine Sammlung von Links zu Learning Apps Übungen, damit die Schüler etwas ausprobieren können. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich also in der Schule tatsächlich auch so genutzt habe. Das heißt, ich habe einige Learning Apps selber erstellt oder zusammengesucht, die passend zum aktuellen Thema zum Üben sind, und die Schüler sind dann mit mir im Computerraum gewesen, um das zu benutzen. Man kann auf diesen Seiten natürlich neben einfachen Links auch selber etwas schreiben. Hier habe ich jetzt einige wichtige Begriffe festgehalten, die ich in roten Kästchen hervorgehoben habe. Was dieses Wiki auch so positiv und bequem macht, ist, dass ich unter anderem Zugriff habe auf die Wikimedia Commons Datenbank. Und da habe ich dann die Möglichkeit, zum Beispiel mir Bilder rauszusuchen, die ich dann, wenn ich einen Beamer im Chemiesaal habe, quasi als Folienersatz verwenden kann, dass ich also hier Bilder präsentiere. Das Interessante für die Schüler ist, sie können sich es eben zu Hause selber nochmal anschauen und von sich aus nochmal anschauen und vielleicht auch Links folgen, in denen es weitere Informationen gibt. Neben einfachen Bildern gibt es aber auf der Wikimedia Commons Datenbank auch zum Beispiel kleine Videos, wie hier zum Beispiel das Rastertunnelmikroskop erklärt wird. Das Interessante an dieser Einbindung ist, dass ich mich nicht wirklich intensiv darum kümmern muss, was die Lizenzierung betrifft. Es wird sozusagen automatisch gemacht. Ich muss nur wissen, wie der Name der Datei ist. Und sobald ich das eingebunden habe und wenn dann auf dem Wiki hier auf das Bild geklickt wird, wird automatisch die Beschreibungsseite von Wikimedia Commons eingetragen und man findet alle Informationen, was das was die Lizenz dazu betrifft. Das ist also sehr bequem. Das Interessante ist, dass ich eben hier auch zusätzlich die Möglichkeit habe, LaTeX zu benutzen. Das heißt, ich kann also auch solche Formeldarstellung hier, was es in der Chemie ja öfters gibt, auch relativ unproblematisch einfügen. Was ich ebenfalls einfügen kann, ist auch Arbeitsblätter, die ich hochlade. Das heißt, ich kann zum Beispiel meinen Schülern die Arbeitsblätter zur Verfügung stellen, wenn ein Schüler mal das von mir ausgegebene Arbeitsblatt verloren hat oder sagt, ach, ich möchte es gerne nochmal neu machen, ist es kein Problem, dann kann sich der Schüler das zum Beispiel selber runterladen. Für Sie als Chemielehrer ist es natürlich von Vorteil, dass hier auf der Startseite bereits sehr viele Arbeitsblätter vorhanden sind. Wenn man jetzt zum Beispiel hier in dieser Begriffswolke sucht unter Schüleraktivitäten oder zum Beispiel Arbeitsblätter, finden Sie einige Arbeitsblätter, die eben schon hochgeladen sind. Und das Schöne ist, man kann sie also nicht nur natürlich den Schülern direkt anbieten, sondern kann sie teilweise auch runterladen, weil sie als ODT gespeichert sind und sie eventuell nochmal bearbeiten. Aber auch so findet man also eine große Menge an vorbereiteten Arbeitsblättern und Zeichnungen, sodass man eventuell ein wenig
weniger Arbeit hat. Ja, was ganz besonders ist, ist, dass es geschafft wurde, innerhalb der Wiki-Seite auch interaktive Zeichnungen einzubetten. Es ist nicht nur so, dass ich zum Beispiel vorhandene Simulationen von anderen Anbietern per Iframe einbinden kann, sondern ich kann auch hier ein 3D-Molekül einbinden, das dann drehbar ist. Und das Interessante ist, dass hier eben nicht nur dieses 3D-Molekül dann zu sehen ist, sondern ich kann es auch mit Hilfe von einigen Formularknöpfen verändern. Nicht nur die Anzeige umstellen, sondern ich kann auch zum Beispiel hier Orbitale anzeigen lassen. Und so hat der Schüler die Möglichkeit, das nicht nur in Form von Text sich erklären zu lassen, sondern er kann sich die Sachen also selber anschauen lassen. Das Ganze zum Beispiel hier kombiniert mit einigen interaktiven Quizzen in Form von Memo-Quizzes oder Multiple-Choice-Tests und Lückentexten, kann ich also den Schüler hier das Angebot machen, dass er zu diesem Thema für sich selber etwas lernt bzw. etwas wiederholt. Das ist jetzt schon ein recht kompliziertes Beispiel, aber für alle Nutzungsmöglichkeiten habe ich versucht, auf dem Wiki Informationen, soweit es bisher eben vorhanden ist, zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel auch die Bedienung und der Umgang mit dieser JSMOL-Extension. Zu allen Sachen finden Sie auf diesem Wiki Informationen. Das ist eine Sache, die ich nicht nur für andere anbiete, sondern für mich ist es eine Möglichkeit, eben das Ganze abzulegen und gleichzeitig den anderen vielleicht auch etwas zu geben. Wer selber eine Software kennt und sagt, das ist vielleicht für andere auch interessant, kann natürlich auch hier was ablegen. Es gibt eine Seite, bei denen also nur über Software für den Chemieunterricht berichtet wird. Man findet Anleitung und so weiter und kann dann schauen, ob er es nutzen will oder auch nicht. Ja, soweit eine ganz kurze Einführung. Wer Interesse hat, das Wiki für sich zu nutzen, entweder passiv, indem einfach die Materialien, zum Beispiel die Arbeitsblätter, benutzt werden, oder ob man eine eigene Seite anlegt für Schüler, sodass sie hier Materialien finden, der kann sich gerne an mich wenden. Ich biete jedem, der Interesse hat, an, ihm bei den ersten Schritten im Wiki über die Schulter zu gucken, virtuell zumindest, und zu helfen bei der Anmeldung und bei der Bedienung und beim Finden von Material und so weiter. Das heißt, einfach an mich wenden. Ich bin erreichbar über Skype und über Twitter und noch andere soziale Medien. Einfach mal nachfragen.